Hallo? Oh, ist das nicht... Hallo? Hallo? Ich nehme auf. Super, oder? Das ist fantastisch. Und ich muss gleich mal zu Beginn hier ein bisschen leiser machen bei mir, weil sonst höre ich mich selber nicht und sich selbst nicht hören ist irgendwie ein bisschen komisch. Finde ich zumindest. So, ich habe gerade so ein bisschen eine Testaufnahme gemacht, weil ich habe ja schon lange nicht mehr aufgenommen. Das habt ihr ja in meinem Infovideo mitbekommen. Aber wenn ich das Video hier hochlade, dann ist heute heute. Stimmt, ich muss das Video hochladen, weil nämlich gerade von der Venus habe ich nichts mehr und das wäre ja jetzt dran nach meiner Ablauffolge und deswegen musste ich jetzt was aufnehmen. Ja, und ich habe gerade eine Testaufnahme gemacht mit Audacity oder Audacity oder wie auch immer die Leute das nennen, mögen es mir total wurscht, jedenfalls mit meinem Audioaufnahmeprogramm. Und ich habe die Fenster geschlossen und trotzdem ist da draußen die Hölle los. Es scheint nämlich die Sonne. Es scheint die Sonne, Leute. Und da draußen sind irgendwie die Vögel am Krähe machen. Ich dachte, ich habe überlegt, ob ich sie nicht irgendwie vielleicht mit einer Flinte verscheuchen kann oder so. Und dann dachte ich mir, ach komm, komm. Wenn du es überhaupt hörst, dann ist es doch ein schönes Geräusch. Ätzend wäre es jetzt, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, an so einem, an einer Baustelle wohnen würde oder einer Autobahn. Das wäre jetzt nicht so angenehm. Ja, wie dem auch sei, wir sind hier bei Geheimakte, die gestohlene Venus. Geheimfälle, die gestohlene Venus. Ich falle da immer wieder drauf rein. Ich weiß nie, wie dieses Spiel heißt. Und wir haben endlich mal eine neue Szene hier. Ist das nicht wunderschön? Wunderschön. Und da geht gerade das Schiff unter. Wunderschön. So, wo waren wir stehen geblieben? Bei den Blumen. Wir haben noch gar nicht angefangen. Okay, dann fangen wir jetzt an. Ach so, wir müssen die zusammensetzen. Oh, ich wollte gerade sagen, wir müssen jetzt 19 Teile finden und die Teile sind auch nochmal in Teile unterteilt, aber Gott sei Dank nicht. 18 Teile. 17. 16. Das ist auch das spannendste Spiel von allen Spielen, das ich habe. Das ist gut, dass es damit jetzt gleich weitergeht. Das sieht aus wie eine riesengroße Blüte. Naja. Ja, alles andere wäre jetzt auch ein bisschen zu aufregend. So für einen Einstieg wäre es vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn wir da so ein bisschen low, soft starten. Und auch schon hier verkacken. Oh, ein Schlagring finde ich auch sehr schön in dieser Szene. Es passt unglaublich rein. Eine Birne, ein Apfel. Es fehlt uns noch Adam und Eva. Ich habe mir mal überlegt, ich werde mal ein bisschen mehr die Tipps benutzen. Das habe ich mir jetzt gerade mal so überlegt. Ach, da. Das wusste ich natürlich. Ja, so gerade eben ist mir das mal eingefallen. Da! Mensch. Fängt der schon mal gut an. Oh, das weiß ich, das weiß ich, das weiß ich, das weiß ich. Da! So, mehr weiß ich auch nicht. Ja, also was soll ich euch erzählen? Also ich hatte Arbeit, ne? Habe ich ja schon in meinem Infovideo. Arbeit, Arbeit, Arbeit und hier Land unter. Und ach, Leute, hört mir auf. Hört mir auf, sag ich euch. Da. Aber was sehr schön war, was man ganz toll gesehen hat bei diesem ganzen Flutzeug hier unten in Bayern. Ich kann ja sagen, aus welchem Bundesland ich komme. Die meisten wissen das wahrscheinlich eh schon. Also ich wohne ja jetzt in Bayern. Ne? Bin ja ursprünglich... Eigentlich bin ich ja aus Berlin. Da komme ich ja eigentlich her. Ne? Knorke, war. Aber ich habe noch nie... Ich hatte noch nie einen Dialekt. Ich habe schon immer Hochdeutsch gesprochen. Ich habe immer mit dem Rohrstock eins auf den Arsch bekommen, wenn ich nicht Hochdeutsch gesprochen habe. Naja, so ein bisschen gewöhnt man sich ja ein paar Sachen an. Ne? Ich habe auch mal im Norden gewohnt und da sagt man ja Freudeln. Wisst ihr, was Freudeln ist? Es stand eines Tages, ich bin gerade neu in den Norden gezogen und es klingelte an meiner Tür. Und ich machte die Tür auf und da stand meine... Ich suche auch noch nebenbei. Also nicht, dass ihr denkt, ich spiele jetzt nicht mehr. Ich suche schon noch. Ich bin multitaskingfähig. Jedenfalls stand vor der Tür meine Vermieterin oder Hausmeisterin und Vermieterin gleichzeitig und meinte, jo, gute Frau, Sie müssten auch mal Freudeln, ne? Und ich so, was? Stand da echt und was will die von mir? Ich meinte nur so, ja, mach ich. Entschuldigung, klar. Dann die Tür zugemacht. Ich finde nichts mehr, Tipp. Ich habe dann die... Naja, Entschuldigung. Tür zugemacht und habe dann wen gefragt. Ich meinte so, ey, was will die von mir? Das klang jetzt irgendwie, keine Ahnung, als könnte ich dafür Geld verlangen, für das, was sie von mir möchte. Und dann klärte man mich auf, und zwar möchte sie, dass ich wische. Weil man da so einen Wischdienst hat. Jeder musste mal aufräumen. Also aufräumen, halt mal den Hausflur wischen. Tja, ja, so ist das. Wie bin ich da jetzt eigentlich drauf gekommen? Ja, wir dürfen nur Blumen. Ganz viele Blüten, ganz viele Blumen. Ganz viele.
Honigblums. Wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Ich habe ja eigentlich habe ja, ihr habt ja gemerkt, ja, ich habe total viel zu erzählen. Ich habe schon lange keinen mehr gehabt zum Reden. Es ist so traurig. Ja, genau, hier war Hochwasser und es war so schön mit anzusehen, wie viele Helfer, wie viele freiwillige Helfer es gab. Das war Wahnsinn. Also Hut ab, Leute. Schön, dass es noch Zusammenhalt unter den Leuten gibt. Da, 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 da. Passt es nicht schön zu meiner Aussage? Ach du Scheiße, wie ging sie nochmal? Ich glaube so. Großartig. Ja, jetzt kann ich zurück in meinen Laden gehen, nachdem ich hier beim Blumenpflücken zugeguckt habe. Ja, sehr gut. Schön, ja, ja. Signora, ich brauche dringend Vergleichsmaterial. Wenn Sie sich einmal ausweisen ziehen, also... Was wollen Sie denn vergleichen? Ja, es sieht so aus, als sei der Schmetterling auf der Skizze ein Hinweis. Haben Sie vielleicht ein Fotoapparat? Oder einen anderen Schmetterling? Ja, also ich werde einige Fotos für Sie schießen, wenn Sie wollen. Das ist gar kein Problem. Ich habe ja mein Smartphone. Finde alle gesuchten Schmetterlinge. Mache Fotos von ihnen, indem du auf sie klickst. Okay, da, klick. Oh, oh. Achso, den brauchen wir gar nicht. Wir brauchen jetzt nur den, oder wie? Oh, das ist was Neues. Das ist so spannend, das ist so spannend. Hier, da, da, da. Knips, knips. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Jetzt muss ich mich aber konzentrieren. Jetzt kann ich nicht irgendwelche tollen Geschichten erzählen, weil... Ich meine, es ist jetzt hier ein bisschen fordernder. Da soll doch mal einer sagen, Spiele... Würden nicht, ne? Dieses Spiel sehr wohl. Leute, wenn ihr Kinder habt, kauft dieses Spiel euren Kindern. Das ist, ich glaube, für Kinder ist das super. Für uns auch. Für Junggebliebene. Hallo, wann kommt denn der mal? Hallo, Schmetterling. Mit komischen Flügeln. Da. Ich habe eine Freundin, die, vielleicht guckt die mir auch zu, aber ich glaube nicht. Ich glaube, von meinen Real-Life-Leuten guckt hier fast keiner zu. Aber hier habe ich eine Freundin, die kennt sich super mit Insekten aus. Mit Schmetterlingen und allem. Die hat, das ging noch schnell. Seht ihr, da habe ich gequatscht, hätte ich ihn fast verpasst. Auf jeden Fall, die kennt echt jeden Schmetterling. Letztens hat sie mir einen Schmetterling gezeigt. Wie heißt der? Oh nein, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Mist. Der sieht aus wie ein Kolibri. Total geil. Dann denkst du, du hast so einen Kolibri im Garten, dabei ist es der Schmetterling. Oh, daneben. Gut gemacht. Da-da-da-da-da. Es kam gar kein da-da-da-da-da. Naja. Oh, ich weiß gar nicht, wie lange ich aufnehme. Ich habe überhaupt nicht auf die Uhr geguckt. Da seht ihr mal, wie sehr ich raus bin. Scheiße. Na, eins machen wir noch. Wir müssen mal hin in den Laden. Zu Frau Beatrice. Hier war ein Dieb. Hier war ein Dieb, meine ich natürlich. Verdammt, vermaledeit. Wirklich? Wurde denn was gestohlen? Oder war der Dieb nur hier und hat was hinterlassen? Wie Diebe das halt sonst so machen? Lebensmittel. Ich rufe sofort die Feuerwehr. Nein, Moment. Ich weiß nicht. Irgendwen rufe ich an. Merkwürdig. Es tut mir leid, dass ich Ihnen jetzt nicht helfen kann. Ich muss nämlich was anderes Wichtiges machen. Ich muss nämlich ganz dringend Pipi. Haben Sie ein Messer für mich? Natürlich, natürlich. Rauben Sie mich nur auch nur noch aus. Ist auch gar kein Problem. Es ist ja nur meine Existenz. Hotel. Waren wir schon im Hotel? Ah, so, das Hotel. Huch! Jetzt bin ich aus Versehen. Entschuldigung, irgendwas stand da. Ist nicht wichtig. Ihr könnt ja Pause machen und es euch durchlesen und mir in die Kommentare schreiben, was da stand. Professore? Hallo? 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 Wo ist denn der? Scheiße. Ich meine Mist. Selbst wenn er mir eine Notiz hinterlassen hätte, ich würde sie in diesem verdammten Chaos, obwohl ich jedes Mal hier aufs neue, beschissene, verfickte Mal nochmal aufräume, nicht finden. Oder vielleicht doch. Oder vielleicht doch. Aber wieso denn? Wieso müssen wir jetzt andere Sachen suchen, obwohl wir bloß die Notiz brauchen? Ich krieg Schluck auf, so sehr rege ich mich auf. Mann! Ich habe vorher habe ich mir einen Erdbeershake gemacht. So einen Erdbeersmoothie-Shake. Hm. Müsst ihr euch einfach nur gefrorene Erdbeeren kaufen, ein bisschen Sahne und das dann zusammen dingsen. Ah, geil. So, Geldbörse. Finde ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich kann ja auch nicht gucken. Na egal, wir gucken mal schnell hier. Geldbörse, Giraffe, Apfel. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Schnell, schnell, schnell. Wir müssen uns beeilen. Giraffe. So. Jetzt mach ich mal so schnell wie nur möglich. Föhn, Katze, Ketchup, Flasche. Oh, seht ihr mal, wie schnell ich bin? Alter,
Ich komme gar nicht hinterher. Da ist eine Flasche. Aber das ist doch eine... Hm. So kann ich nicht arbeiten. Okay, okay. Komm, schnell, 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 schnell. Schnell, da ist eine Flasche. Ach, die ist es jetzt. Plötzlich. Muschel, Würfel. Würfel habe ich gesehen. Würfel habe ich gesehen. Würfel habe ich gesehen. Wo war der? Wo war der? Wo war der? Jetzt scheint auch noch die Sonne. Verdammt, mir so hier. Da ist er. Okay, da ist ein Kuchen. Brauchen wir nicht. Würfel, Katze, Ketchup, Kuchen. Doch, Kuchen brauchen wir. Das habe ich gewusst. Da ist eine Schere, da ist eine Schlange. Ich muss mal hier so ein bisschen rumgehen. Ich hoffe, euch fallen jetzt nicht die Ohren raus, weil ich ganz nah am Mikro bin. Kennt ihr Lava Lava? Das war früher, als ich Kind war, lief das, glaube ich, immer nach der Werbung bei ProSieben manchmal. Ja! Müsst ihr mal gucken, Lava Lava. Uralt. Aber witzig. Fand ich damals zumindest. Die Muschel. Schraubenschlüssel. Ist das ein Schraubenschlüssel? Naja. Naja. Wurst. Wurst ist ein sehr ätzendes... Also ich finde, Wurst gehört so zu den hässlichsten Wörtern überhaupt. Ich meine, allein diese Klangfarbe Wurst. Nicht schön, nicht schön. Nein, nein. Schlüssel, brauchen wir den? Nein. Föhn, Katze, Ketchup, Schachfigur. Schachfigur habe ich gesehen. Da. Das Seepferdchen. Apfelwurst, Maske. Habe ich nicht gesehen. Taschenmesser. Oh, hier Tipp. Das ist ja doof. Das ist der Apfel. Taschenmesser. Katze, Puddelstück. Was ist das? Was soll das sein? Schaufel. Ach so. Ich klicke jetzt einfach hier wieder. Ich weiß, wir dürfen nicht viel drum klicken, weil ansonsten gibt es auch so Orme. Das ist doch Ketchup. Und hier, das ist die Katze. Das ist eine große Katze. Eine große, tote, plattgefahrene Katze. Hm. Zählt wohl nicht. Na gut. Säge, Pfeil, Fahne, Engel, Wecker. Scheiße. Ich habe schon zum zweiten Mal Scheiße gesagt. Jetzt habe ich es zum dritten Mal gesagt. Na super. Wurst. Also die Wurst interessiert mich ja mal sehr. Ich gehe jetzt nochmal hier ein bisschen nach vorne. Sorry, wenn ihr mich nicht hört. Ich erzähle aber eh nichts Spannendes. Föhn! Juhu! Ja, und so... Oh, Trompete war da oben. Muschel haben wir doch schon gefunden. Hey Leute, Muschel haben wir doch gefunden. Die war doch hier. Erzählt nichts. Spult mal bitte zurück und guckt, ob das nicht die Muschel war, die ich hier weggeholt habe. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt geht's aber los. Und ich muss das hier fertig machen. Ich kann jetzt nicht einfach aufhören und nicht fertig machen, weil dann muss ich nachher vielleicht nochmal machen und das muss ja nun nicht sein. So viel Spaß macht's dann doch nicht. Pfeife? Ja, und sonst so bei euch? Erzählt doch mal ein bisschen was. Oh, Tipp ist schon wieder da. Ah ja, da oben, da sehe ich nichts. Oh, da, hallo? Wer? Naja. Ach, ich kann, stimmt, ich kann mir ja angucken. Da ist der Löffel. Muschel? Ach so, die Muschel. Natürlich. Vielleicht sollte ich mir diese Sachen mal wirklich... Ist das die Geldbörse? Nein, das ist eher eine Handtasche. Okay, Wurst. Ich kann den ganzen Tag Wurst sagen. So kacke kann dann das Wort anscheinend gar nicht sein. Maske? Maske, Maske. Wie komme ich jetzt darauf? Naja, ist auch geil. Wenn ich ein bisschen komisch klinge, ich muss hier immer, weil das blendet so ätzend. Ich habe zwar einen coolen Monitor, der das nicht ganz so spiegelt, aber so richtig gefeit sind wir ja alle nicht davor. Tipp, schneller, Tipp. Ich bin nämlich zu schlecht. Ich kann nicht schnell suchen. Schnüff. Wir haben doch keine Zeit. Darf ich das sagen? Vielleicht ist das so ein... Ist das Trademark? Trademark? Na, ihr wisst, was ich meine. Ach, und ich dachte die ganze Zeit, wie scheiße sieht denn der Teddy bitte aus? ja. Ich bin ein bisschen albern. Es tut mir leid. Die Geldbörse. Oh Mann. Oh Mann. So. Und jetzt hier, Wurst. Jetzt geht's um die Wurst. Oh Mann, Kracher. Ich könnte mich beämmeln. Vielleicht bin ich auch einfach mal ein bisschen still. Und wir genießen hier dieses Schauspiel. Diese Grafik und lassen uns davon hinreißen. Und herreißen. Die ist bestimmt irgendwo, wo man nicht denkt, dass das eine Wurst ist. Wo Wurst ist. Wurst. Man kann Wurst aber auch nicht richtig aussprechen, weil das R kann man nicht sprechen. Weil es klingt... Oh, da. Oder? Wurst. Gut gemacht.
immer beliebige Taste drücken. Yippie! Die drücke ich jetzt aber nicht, doch die drücke ich noch, weil wenn ich jetzt nämlich beende... Oh, perfekt. Das ist doch das perfekte Bild zum Beenden. Meine Lieben, das war's wieder. Endlich, wir zwei, nur du und ich. Ja, nur du und ich konnten endlich mal wieder ein bisschen aufnehmen. Das ist so toll. Das ist so toll. Okay, fertig. Ja, wenn ihr im Hintergrund irgendwas gehört habt, tut's mir leid. Super, super Sache. Ich bin wieder dabei. Das ist prima. Ich höre jetzt auf. Scheiße, wenn ich albern bin. Das ist echt blöd. Also, kacke. Wir sehen uns beim nächsten Mal, meine Lieben. Haltet die Ohren steif. Bis dann. Tschüss.